Wir werfen heute einen Blick auf die Zynga-Aktie. Der Social-Media-Spiele-Hersteller ist gerade verkauft worden und dementsprechend war es gestern der größte Sprung an der Nasdaq. $12,7 Milliarden ist Zynga dem Spielehersteller Take-Two wert gewesen. Take-Two kennt man von Spielen wie GTA oder Red Redemption oder so ähnlich. Ich bin kein Zocker, deswegen ist das natürlich nicht so mein Feld. Allerdings ist es wirtschaftlich doch sehr interessant, denn das war die teuerste Übernahme eines Unternehmens an der Nasdaq im Bereich Gaming aller Zeiten. Dementsprechend sprang der Aktienkurs der Zynga-Aktie von 6 US-Dollar auf 9 US-Dollar und damit um rund 40% am gestrigen Tag und damit auf einem Niveau, an dem die Zynga-Aktie schon mal war. Ist das jetzt eine Möglichkeit, auf diesen Zug aufzuspringen oder vielleicht sogar zu shorten? Denn hier wurde schon eine ziemlich große Lücke reingerissen. Aus diesem Grund schauen wir uns mal die Fundamentaldaten von Zynga an. Der Gesamtumsatz von Zynga betrug 2020 knapp 2 Milliarden und im noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht veröffentlichten Jahr 2021 2,7 Milliarden. Wir sehen, seit der Corona-Krise hat sich also der Umsatz von Zynga verdoppelt. Ein starkes Umsatzwachstum, natürlich gefördert von der Corona-Pandemie. Vor Corona war das Wachstum bei weitem nicht so stark. Hier sehen wir sogar ein negatives Jahr im Jahr 2016. Die Gründe weiß ich jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so relevant. 2017 16% gewachsen im Umsatz und 2018 5%. Also das waren jetzt keine besonders krassen Wachstumswerte. Muss man immer im Hinterkopf behalten. Für dieses Unternehmen wurden jetzt gerade 12,7 Milliarden gezahlt und das sind dementsprechend das Vierfache des aktuellen Jahresumsatzes. Gar nicht so ein verkehrter Preis, wenn man das auf den Umsatz berechnet. Aber ist dieses Unternehmen auch wirklich profitabel und was hat Take-Two denn mit dieser Plattform, die eigentlich komplett auf Facebook ausgerichtet ist, denn diese Spiele hier, die gibt es ja alle nur bei Facebook und wie wir alle wissen, kein vernünftiger Mensch ist mehr auf Facebook und man sollte den Account dort löschen, sodass diese Firma endlich zerschlagen werden kann. Und deswegen ist Zynga natürlich auch irgendwie so ein Anbieter wertlosen Quatsches, kostenloser Spiele und macht trotzdem Umsatz. Wie funktioniert das? Also meine Tochter darf sowas dann irgendwann mal nicht spielen. Ich habe da auch natürlich als junger, dummer Junge viel Zeit mit sowas verschwendet. Aber sind wir uns mal ehrlich, das ist doch einfach nur Bullshit. Und klar, wie Gaming allgemein kann man darüber streiten. Gibt gute und schlechte Spiele. Ich bin Fan von vielen Spielen, weil die einen filmähnlichen Charakter haben, aber alles im Rahmen. Und zu diesen tollen Computerspielen gehört Zynga halt einfach nicht. Das ist halt wie das ganze Social Media einfach eine Zeitverschwendung. Und das werden früher oder später mit zunehmendem Alter und Erfolg die Leute natürlich auch merken. Und am Ende bleiben dann die hasserfüllten Hetzer übrig, die dann solche Medien nutzen. Und dann erfindet jemand anderes ein anderes Netzwerk, bei dem es dann positiver zugeht, erfolgreicher. Hashtag Instagram, Hashtag LinkedIn, Hashtag The Truth von Trump oder so weiter, was auch immer. Es gibt immer irgendwas Neues, Metaverse und so weiter. Also alles viel Potenzial, klar, aber man muss sich natürlich mal auch überlegen, ob man an sowas überhaupt dann beteiligt sein will, ob man das selber nutzt. Wenn nein, dann sollte man auch nicht unbedingt in sowas investieren, weil man ja offensichtlich davon keine Ahnung hat wie ich oder nicht davon überzeugt ist wie ich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was ist denn der Nettogewinn? Der war natürlich während Corona
erstmal nicht der Rede wert. 1000% Minus im Jahr 2020. In diesem Jahr soll das Minus dann nur noch 100 Millionen betragen. Okay, wenn diese Verzehnfachung des Gewinnes in Anführungszeichen oder die Reduzierung des Verlustes der Maßstab ist, dann dauert es vielleicht noch ein paar Jahre, dann ist das Unternehmen wieder profitabel oder man vergleicht die Zahlen mit 2019, als man das einzige Jahr der letzten 4 Jahre profitabel war. Und was davor war, klar, das waren schöne Umsätze, 26 Millionen, aber das schaut alles ehrlich gesagt nicht so gut aus, dass ich jetzt sage, ja, dafür muss ich jetzt 12 Milliarden auf den Tisch legen. Was das Potenzial betrifft, ja, das kann man nicht sagen. Ich kann jetzt nur das sagen, was die Zahlen hier zeigen. Und das schaut mir jetzt nicht so optimistisch aus. Denn selbst im besten Falle, im Rekordjahr 2019 mit 14 Milliarden an Gewinn, wenn man das durch 12 Milliarden teilt, da braucht man schon einen guten Taschenrechner, ist ungefähr ein 300stel oder so, wenn ich mich nicht komplett oder so verrechnet habe. Jedenfalls 300 Jahre, dann hat sich der Investitionsbetrag ausgezahlt oder vielleicht auch nur 30, aber das ist ja auch keine so interessante Geschichte. Jetzt kann man natürlich die Synergieeffekte von Take-Two und Zynga vielleicht anführen, dass da die Nettogewinne angehoben werden. Und sind wir uns ehrlich, ja klar, es geht nicht um die Nettogewinne, denn jeder, der ein Unternehmen führt, der will natürlich nicht unbedingt Fettgewinn machen, weil das bedeutet ja auch Fettsteuern zahlen. Aber zumindest soll halt die Marge einigermaßen gut sein, sodass man von den Einnahmen vom Umsatz her investieren kann. Und die betrieblichen Aufwendungen von 1,5 Milliarden, das ist natürlich schon massiv. Da kommst du natürlich nicht unbedingt drumrum. Forschung und Entwicklung sehen wir hier mit 430 Millionen. Vertrieb und allgemein sonstige Verwaltungskosten kommst auch nicht wirklich so unbedingt drumrum. 1 Milliarde ist natürlich schon heftig. Für das, ja, dass man jetzt außerhalb von Facebook davon jetzt nicht wirklich was mitkriegt. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man mit diesem Hype Megaverse mit Zynga vielleicht jemanden hat, der da den Fuß bei Facebook in der Tür hat. Kann alles möglich sein. Hochspekulativ. Aber passen diese Umsatz und vor allem diese Gewinnzahlen zum Aktienkurs, der jetzt ja gerade um 40% gestiegen ist? Das ist dann die Frage. Da ist es natürlich wie bei einem neuen Börsengang eines Unternehmens, das jetzt gehypt wird. Da geht ein Unternehmen an die Börse, das noch nichts geleistet hat, noch nichts verdient hat, im Prinzip vergleichbar mit eben dieser Übernahme von Zynga. Und dann werden da Mondpreise aufgerufen. Und am Ende des Tages steigt die Aktie erstmal krass an, 40%. Und wie wir es dann halt oft sehen, fällt sie wieder runter wie ein Stein oder ein Felsbrocken und ist dann wieder ungefähr da. Also wer kurzfristig hier als Anleger interessiert ist, würde ich hier diese Lücke auf jeden Fall mit einem Short schließen wollen und gegen die Zynga-Aktie wetten. Ist aber auch natürlich eine sehr spekulative Sache. Wird den Stopp hier schon bei 10% oder so setzen, damit ich nicht zu viel riskiere, falls jetzt hier irgendwie noch mehr Käufer in den Markt drängen. 10% ist ja dann auch schon eigentlich sehr viel. Aber wir wissen ja, was mit GameStop und so passiert ist. Da kann das natürlich so eine Kettenreaktion nach sich ziehen, wenn jetzt die ganzen jungen Leute sagen, hey, Farmville ist ja mein Lieblingsspiel und die Aktie ist gestiegen, jetzt geht's up to the moon, auf geht's, da will ich dabei sein. Und dann wollen die natürlich von 9 € auf 12 €, und ich sage Euro, weil ich Dollar meine,
Dann kann es natürlich noch weitergehen, deswegen sollte man jetzt erstmal die nächste Bewegung hier abwarten. Aber das ist ja auch nur die Tageskerze von gestern. Wenn wir uns den Tagesverlauf dann von gestern anschauen, ging es eben steil nach oben und im Laufe des Tages hat sich dann diese Euphorie schon wieder ein bisschen relativiert. Es wurde dann bei 8,50 ungefähr geschlossen und jetzt ist dann die Frage, wie schaut es denn dann heute aus? Geht es da weiter oder geht es nach unten? Deswegen 15:30 Uhr ist dann die entscheidende Phase. Wenn es nach oben geht, werden wahrscheinlich noch mehr einsteigen. Dann würde ich nicht shorten. Wenn man sieht, es geht hier schon ein bisschen runter, so ein paar Prozent, das wird eine. Könnte ja eine krasse Kursbewegung werden, dann würde ich da mit dem Short einsteigen, mit dem Ziel vielleicht 5 bis 10% in kurzer Zeit Gewinn zu machen. Dann würde ich mich da nicht weiter an der Spekulation beteiligen und wäre fein aus dem Schneider und hätte dann mein Tagesziel schon damit erreicht. Und das ist halt die Frage, wie es dann langfristig weitergeht mit Zynga. Der Trend war bis Juli eigentlich ganz positiv intakt. Da haben wir einen Aufwärtstrend gehabt. Aber ich traue ja diesen Leuten nicht, die nur oder diesen Unternehmen nicht, die quasi von einer weltweiten Pandemie nur profitieren. Denn wir wollen ja alle eigentlich, dass diese Pandemie irgendwann vorbei ist oder vielleicht auch nicht, diese Firmen nicht, definitiv. Aber alle anderen halt schon und deswegen wird es vielleicht auch hoffentlich irgendwann vorbei sein und dann geht es halt wieder runter mit den Kursen, wie wir das gesehen haben bei Zoom, wie wir das bei HelloFresh gerade auch sehen, extrem oder Delivery Hero, Zalando ist auch noch ein krasses Beispiel und so weiter. Und deswegen der Abwärtstrend von Zynga war schon massiv auch hier, denn die Aktie war ja schon über 10 Dollar. Dann runter auf 6, da war ja auch wirklich ein guter Kaufzeitpunkt für Take-Two, wenn sie da Potenzial sehen. Im Endeffekt wurde quasi die ganze Corona-Bewegung von Zynga hier wieder ausgelöst und jetzt sind sie wieder da, wo sie vor Corona waren. Da sind sie auch ungefähr ein Jahr dahin gedümpelt und hatten halt eben 2018 oder 2019 ein gutes Jahr und dann ging oder ein gutes halbes Jahr und dann ging es auch schon wieder seitwärts. Deswegen darf man sich von diesem hohen Ausschlag der Corona-Krise nicht unbedingt täuschen lassen, auch von diesem Sprung jetzt durch die Übernahme von Take-Two. Denn im Endeffekt ja, wird es jetzt viele geben, die diese Aktie so beleuchten, weil die so krass gestiegen ist und dann sehen vielleicht auch einige Hedgefonds, ja, da ist doch viel heiße Luft, wenn sich Take-Two dann mal nicht verrechnet hat und im Endeffekt so ein bisschen zu viel bezahlt hat und jeder, der jetzt einsteigt, definitiv zum aktuellen Zeitpunkt noch zu viel bezahlt und die Hoffnung hat, dass Zynga jetzt voll abgeht. Das, ja, ist alles sehr theoretisch. Ich bin kein Fan von diesen Wetten auf die Zukunft. Ich wette lieber kurzfristig auf das, was im Moment ist. Und da sehe ich natürlich einfach diese Diskrepanz zwischen fundamentalen Werten und der Kursbewegung. Deswegen, ja, würde ich jetzt die Zynga-Aktie jetzt auf keinen Fall kaufen. Ob ich sie shorte, muss ich jetzt dann noch entscheiden. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das positiver, das Szenario, als ich? Natürlich hängt das natürlich auch vom Hintergrund ab, wenn man jetzt viel im Gaming-Bereich sich informiert und daran glaubt und auch selber da Geld investiert, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn man da an der Seitenlinie steht und sich nur denkt, ja, das ist halt eine Milliardenindustrie, um Kinder und Leute auszubeuten, die halt irgendwie ja, nicht mehr das Richtige auf Netflix oder YouTube finden. Deswegen schauen sie sich Computerspiele an, die andere spielen und das ist ein Megatrend in der Zukunft, aber in so einer Zukunft will ich jetzt nicht unbedingt leben. Da bin ich hoffentlich schon tot.